Hallo und herzlich willkommen bei Kolja zockt. Und heute gibt es mal wieder ein kleines Bullet Chess Turnier. Das hat schon begonnen, deswegen beeilen wir uns, damit wir schnell mit dabei sind. Dabei sein ist bekanntlich alles hier, auch beim Schachspielen. Ich werde allerdings nicht sonderlich viel kommentieren wahrscheinlich, sondern einfach nur drauf losspielen. Und mal gucken, was bei rauskommt. Wollte ich den Springer nehmen, den Läufer nehmen hier. Na. Was macht er? Ups, scheiße. Er hätte mit dem Springer nehmen können. Leicht vertüdelt den Kack. Aber er hat schön viel Zeit dabei verloren. Yes! Mit etwas Glück am Ende, aber insgesamt verdient. Ist ja ein richtig wilder Spanier hier. Der ist ja richtig so ein wilder Torero, ey. Geile Sau. Fste irgendwas. Na! Da wollte ich hin. Und dann spielt er auch noch ziemlich schnell. Der Klos. Was spielt er denn so schnell? Mach doch mal hier einen auf Siesta. Eine Ditte war ja wieder klar. Jetzt macht er hier wieder die neoliberale Umverteilung. Mach bitte. Nee, schade. Das ist jetzt hier richtige Schlammschlacht. Oh, er hätte mich gerade matt setzen können, der Idiot. Ha, jetzt ist zu spät. Thank you.
Scheiße. Na, okay, sind wir ehrlich, er hat verdient gewonnen. Er war einfach besser insgesamt. Das wäre einfach nur irgend so eine Glücksritter-Scheiße gewesen am Ende hier. Und auf das Thema Glück wollen wir uns nicht mehr verlassen. Reicht's mir. Jetzt mache ich einen Frontalangriff. Du musst erstmal nachdenken, wa, du Vogel. Holzkopf. Schlag dir die ganzen Zähne aus, du. Das Pferdchen muss da weg. Kleiner Keck. Bam! 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 Idiot. Das war's mit dem kleinen Dämlein. Du Dämlack. Da muss ich eigentlich immer so beleidigend werden. Es gibt doch keinen Grund dafür. Oh, scheiße. Wegrationalisiert hier, den kleinen Rationalisierer. Der dachte, er kann mich rationalisieren, den Meister der frontalen Rationalität. Ja, da musst du natürlich ein bisschen früher aufstehen. Genauso wie du hier, Kai Sharpless. Sharpless. Wie ist denn das eigentlich hier mit DSGVO? Muss ich jetzt eigentlich die anderen Spieler hier so weggrauen? Nö, oder? Wenn die keine richtigen Namen benutzen? Ist mir das ziemlich egal. Ist mir das ziemlich Banane, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Ja, der will jetzt nicht den Läufer holen. Den will er sich holen. Scheiße, was mache ich denn? Jetzt zockt er mich auch noch ab hier. Das kann nicht wahr sein. Die Schwachen zocken mich immer ab. Ich habe irgendwie so eine Allergie gegen die. Wahrscheinlich ist es die Arroganz. Die neoliberale Arroganz macht sich breit. Der König hier. Wo ist der König? Da vorne. Also hier muss die Dame hin. Jetzt kann sie nicht mehr dahin. Was mache ich denn jetzt? Das bringt mich hier voll aus dem Konzept mit seinen blöden Attacken da. Jetzt habe ich eine Idee. So, und wenn er jetzt, zack, jetzt so, und jetzt so.
So, und dann hier zurück und dann Schachmatt. Oder nicht? Aber fast. Hä, warum war das jetzt kein Matt? Da war noch irgendwas versteckt. Irgendwas hat sich da versteckt. Da muss man immer aufpassen, wenn man schon einen Pre-Move macht bei so einer Situation. Ist echt bitter, 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 bitter. Pre-Move und dann kriegst du da voll die Dame da rausgeknallt, ey. Was macht der denn jetzt hier für eine Rationalität? Irgendwie ist dieses Stellungsspiel jetzt gerade richtig durcheinander gekommen. Nee, Long gehe ich nicht da hinten. Da ist mir da sehr, geht mir auf den Sack da. So, so ist gut, so. Jetzt muss die Dame hier aushelfen. So, genau. Jetzt kann die Dame hier aushelfen. Zur Not. Jetzt geht sie hier hin und jetzt den. Mann, jetzt macht doch nicht immer alles kompliziert. Den nehme ich einfach, den opfer ich. Den wollte ich opfern. Er nimmt bestimmt mit dem, aber nicht mit dem. Wenn er dem nimmt. Oh. Aha, macht er hier so Turm, ne? Gerade eben noch so voll einen auf cool gemacht. Ich bin hier voll krass. Und jetzt? Nur heiße Luft, Junge. Nur heiße Luft. Oh, Scheiße, jetzt macht er en passant. Doch nicht. Ich dachte, er macht en passant. En passant, wie so ein gay Frenchman, so. Ich mach dich en passant. Ich mach dich en passant. Ich mach dich. Ich mach dich en passant. Ich mach dich en passant. Ich mach dich en passant. Ich mach dich. Ich mach dich. Kann ich das noch gewinnen? Ich könnte eigentlich theoretisch noch hier ein Rationalitätsmanöver rausfahren. Nee, da war keine Rats. Wenigstens kann ich noch lachen. Besser, ich lache beim Verlieren, als dass ich wieder meine Maus zerschrote. Eine Maus habe ich nämlich gestern schon wieder zerschrotet beim Schachspielen. Das müsste so ungefähr die fünfte in diesem Jahr gewesen sein. Da geht dann immer das Mausrad nicht mehr, weil wenn man die doll genug nach unten knallt auf den Tisch, dann geht es halt einfach nicht mehr. Und jetzt könnte man sagen, ja, warum macht man das denn dann überhaupt? King-Frage. Ich weiß es nicht, warum man es macht. Es ist einfach irrational. Aber ich mach's. Es ist nun mal einfach keine rationale Entscheidung. Aber gut. Besser die Maus als irgendwas richtig Teures. Ja, die Maus kann man kontrollieren. Das ist jetzt nichts. Eine Maus ist jetzt sozusagen kein riesig krasses, keine riesige Investition. Alter, ich spiele hier gerade gegen einen Typen, der ein Rating hat, was man eigentlich überhaupt gar nicht kriegen kann, so schlecht. Ja, und trotzdem mache ich den gar nicht fertig. Im Gegenteil, er macht mich sogar jetzt. Nein! Scheiße, jetzt verliere ich gegen den. Alter. Ich verliere gegen einen Honk. Das war dumm, er hatte einfach nur den Turm. Naja, gut, er hat halt auch nicht das beste Rating. Trotzdem, Mann, Mann, Mann. Gerade noch gerettet über die Zeit. Ich fleck ihn jetzt einfach hier. Ich fleck ihn jetzt voll hier durch die Rationalisierungsmaschinerie. Gerade noch. Alter, ich hätte den fast. Ich hätte den. Oh, NVA-Champ ist da. Nee, NVA. So.
So, gleich muss ich weiterschneiden. Ich muss noch einen Film fertig machen für morgen. 12 Geldregeln. Ja. Da gebe ich so ein paar Tipps, wie ich mit Geld umgehe, in Bezug auf Sparen, in Bezug auf Investieren und in Bezug auf Konsumieren. Ja, also in Bezug auf Schach gebe ich definitiv keine Tipps, weil da bin ich einfach scheiße. Aber das habe ich ja bereits öfter erwähnt. Und deswegen kommt das Video nicht auf dem Kolja Zock-Kanal, sondern natürlich bei Aktien mit Kopf. Denn wo sonst gibt es Rationalität zu gewinnen? Der ist jetzt schon wieder irgend so ein Russe und macht mich irgendwie schon wieder voll allglatt hier, ey. Jetzt kommt er noch mit seinem Turm da hinten. Da sollte man immer schleunigst mit der Dame dann abhauen, sonst machen die irgendwelche Rationalisierungsmanöver. Und man ist meistens dann richtig schnell weg vom Fenster. Tja, den hast du nicht gedacht, dass ich den jetzt hier aus der Angel rausziehe, wa? Oh, jetzt brauche ich eine rationale Rationalisierungspresse. Der russische Bastard. Nein. Also er ist einfach ein Bastard. Hat jetzt nichts mit Russe zu tun, ja. Ah. Schach machen. Zack, Schach. Kann ich noch retten. Mit dem. Nee, meine Dame wäre, glaube ich, ad acta gelegt worden. Ad acta. Das ist so ein geiles Wort, oder? Ad acta. Was heißt denn das nochmal? Ach so, ad acta heißt, glaube ich, zu den Akten quasi. Also, wenn man was zu den Akten legt. Dann ist es quasi, ja, bei den Akten halt. Oder wo auch sonst. Aber ich glaube, man sagt ad acta quasi, wenn irgendwas permanent aus dem Rationalisierungsprozess heraus wegrationalisiert wurde. Oh, scheiße. Das habe ich gar nicht bedacht, was er da hinten für eine Maschinerie schon wieder auffährt. Scheiße. Mal dumm rumlabe, statt mich zu konzentrieren, ey.
hier solche Gegner flaggen muss, ist echt übelst peinlich. Aber egal, Konzentration jetzt. Was mache ich denn? Alter, was war das denn? Kann er gar nichts machen. Oh, Pferdchen war ungedeckt. Mein liebes Pferdchen! Jetzt fist dich deine Dame da weg. Weggefistet nennt man das.
Epic Win. Kurz vorm Schachmatt. Martin Schulz ist back. Ja, das machen die nämlich manchmal dann aus Hektik, weil sie nicht nachdenken. Und deswegen muss man da voll aufpassen, dass man. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eine Sache, die ich schon gelernt habe, weil es ist halt nur beim Bullet. Ja? Beim Bullet und bei sonst nichts. So, ich decke das Pferd, glaube deswegen, dass er glaubt, er kann den ja jetzt nicht mehr schlagen, den Springer. Okay? Und denkt deswegen schon in der Sekunde drüber nach, mit dem Springer in ihr Schach zu setzen oder irgendwas anderes. Gut, dann hätte ich ihn jetzt auch nicht, dann hätte er jetzt auch den Turm nicht nehmen können. Nehmen wir aber mal an, der König wäre hier gewesen oder so, ja. Und ich will meinen Springer entwickeln und nach vorne nehmen. So. Und ich denke, dass er denkt, dass er weiß, dass er sozusagen den nicht nehmen kann. Ja, und deswegen konzentriere ich mich auf den Springer, nehme den weg und dann, was macht er? Boom. Man kann es noch weiterspielen hier, oder was? Zack. Und dann geht er so, so, so. Ich mache irgendeinen Scheiß einfach. Zack. Nö. Na gut. Spiel für heute zu Ende. Spiel, Satz und Sieg.